Ein wahrlich beeindruckendes Gebäude. Skahandu. Ein ungewöhnlicher Name. Was bedeutet er? Ungewöhnlich nur, wenn man es nicht für nötig hielt, Gälisch zu erlernen. Es bedeutet Black Mirror House. Seit vielen Generationen ist dieses Haus im Besitz der Familie Gordon. Eine große Verantwortung. Vielleicht die größte, die ein Mensch tragen kann. Ich würde gerne mehr über die letzten Tage meines Vaters erfahren. Heute ist es schon zu spät für solche morbide Themen. Wie sehr du doch John ähnlich siehst. Angus, bitte führen Sie Master David zu seinem Zimmer. Ja, Madam. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Dieser Ort ist recht abgelegen, selbst für Schottland. Sehr angenehm, danke. Ich hatte das Glück, auf dem Weg hierher in einigen faszinierenden Städten Rast zu machen. Wie lange sind Sie schon juristisch tätig? Ich habe meine Zulassung jetzt seit einigen Jahren. Ich arbeite für eine Kanzlei in Edinburgh, die seit Generationen die Anwälte der Familie Gordon stellt. Ich frage Sie nur ungern, aber es ist mein Job. Können Sie belegen, dass Sie sind, wer Sie sagen? Sind Sie David Gordon, Sohn des verstorbenen John Gordon? Aber natürlich. Hier, bitte sehr. Oh. Was für ein seltsamer Gegenstand. Oh, nur ein kleines Andenken aus Indien, das Glück bringen soll. Verstehe. Es bringt Ihnen bestimmt alles Glück, das Sie verdienen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, in der Bibliothek wartet Arbeit auf mich, die ich zu Ende bringen sollte, bevor ich guten Gewissens zu Bett gehen kann. Ich werde ein paar Tage im Haus bleiben, also werden wir uns zweifellos erneut begegnen. Keine Sorge, Mr. Gordon. Sie sind in guten Händen. Bitte folgen Sie mir, Master David. Ihr Großvater, seine Lordschaft Edward Gordon. Man kann es nicht leugnen. Wir sind verwandt. Jemand denkt noch an ihn. Vielleicht warst du doch nicht so grausam, wie Mutter geglaubt hat. Großvater Edward Gordon. Vater hat nie von dir geredet. Aber Mutter hat kein freundliches Wort für dich übrig. Du warst der Schlimmste von allen, sagt sie. Hier entlang, Sir. Ich habe den alten Burschen lange genug geärgert. Der erste Eindruck zählt. Wenn Sie so freundlich wären, mir zu folgen, Sir. Das macht sie manchmal, Sir.
Lady Gordon erwartet Sie morgen um 8 zum Frühstück, Sir. Vielen Dank. Lady Gordon nannte Sie Angus? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Angus. Ja, Sir. Sie hat mich so genannt. Ich bin Mr. McKinnon. Mr. McKinnon, ja. Ich rate Ihnen, das Zimmer heute Nacht nicht zu verlassen. Tickende Uhren sind nicht das Schlimmste, was einem des Nachts in diesem Haus begegnen kann, wenn man sich nicht auskennt. Schlafen Sie gut, Sir. Vielleicht ist er eher ein Morgenmensch. Moment mal, das sieht aus wie... Ist das nicht... Das ist ein Teil eines Modells. Ich bezweifle, dass es hier jemals angenehm warm wird. Angus, Verzeihung, Mr. McKinnon hat mich ziemlich herumgeführt. Aber ich glaube, mein Zimmer müsste hier irgendwo sein. Dieser Raum muss neben meinem sein. War es das, was Vater mir sagen wollte, als er mir dieses Stück geschickt hat? Alles, was ich je besessen habe, würde da 5-mal hineinpassen. Ein Glück, dass ich dich nicht mehr herumschleppen muss. Mr. McKinnon hat dich mit Leichtigkeit gehoben. Ohne dieses seltsame örtliche Gesetz, wegen dem ich persönlich erscheinen muss, wäre ich wohl nie hierher gekommen. Ein Schaf unter Wölfen. Muss Sie leider über den Tod von John Gordon informieren. Stopp. Bitte kommen Sie nach Skahandu House. Stopp. Andrew Harrison, Anwalt. Stopp. Nicht mehr viele Streichhölzer übrig. Ich brauche bald einen neuen Pass. Der hier füllt sich langsam. Dieser adrette, fröhliche, nüchterne Mann ist nicht der, an den ich mich aus Kindertagen erinnere. Thank you.
so einem alten Haus bleibt über kurz oder lang keine Schublade leer. Teile irgendeiner Zeichnung. Interessant. Die Kerze ist fast verbraucht, aber sie dürfte noch eine Weile brennen. Ich kann kaum die Hand vor Augen sehen. Ich werde Licht brauchen, wenn ich mich hier zurechtfinden will.